Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit unserem Technikon F. Eigentlich wollte ich bei F was anderes bringen, aber es haben ganz viele von euch geschrieben, frei programmierbares Steuergerät. Und genau das werden wir heute auch besprechen. Witzig war beim letzten Video, E wie Ethanol, eigentlich hatten wir vor so 10 Minuten, waren am Ende wieder 50, glaube ich. Mal gucken, ob das nicht beim Steuergerät genauso sein wird, weil ich glaube, kein Video wie dieses fällt mir so leicht. Weil das ist wirklich eine Thematik, die wir tagtäglich besprechen. Wir fangen einfach mal an. Also, frei programmierbares Steuergerät. Was hat es auf sich? Wir gehen jetzt natürlich in dem Fall von einem frei programmierbaren Motorsteuergerät aus. So, das heißt, hier seht ihr zum Beispiel eins mit dem Namen Emu Black. Ist übrigens das Originalsteuergerät aus Marios Golf. Der sich hinter meinem Schreibtisch da hinten versteckt, der hat heute meinen Platz eingenommen da hinten. Kurz dazu, eigentlich ist ein frei programmierbares Steuergerät genau das gleiche wie ein Originalsteuergerät. So, das heißt, egal welches Steuergerät ihr in eurem Auto habt, nicht komplett egal, aber ab einem gewissen Baujahr sind auch diese Steuergeräte frei programmierbar, wenn ihr die passende Software und den passenden Datenstand auf diesem Steuergerät habt. Daran scheitert es meistens. Zum Beispiel ein Originalsteuergerät für meine Limo. Da ist es zum Beispiel so, also aus den Baujahren 2000ern, damit man die, wie der Name sagt, frei programmieren kann, braucht man einen gewissen Datenstand auf dem Steuergerät und dann braucht man die passende Software und den passenden Zugangsschlüssel, übertrieben gesagt ein Passwort, und schon kann man genauso auch ein Originalsteuergerät frei programmieren. Nicht zu verwechseln mit der sogenannten Online-Abstimmung aus den 2000ern. Die ersten Motorsteuergeräte konnte man noch nicht online abstimmen. Online abstimmen heißt eigentlich nur, es sitzt einer im Auto, gibt fleißig Gas und der Abstimmer sitzt mit dem Laptop daneben und kann wirklich sekündlich, millisekündlich die eigentliche Programmierung auf dem Steuergerät ändern. Das ist eigentlich dieser Begriff Online-Abstimmung. Das ging bei den ersten Steuergeräten noch nicht. Dann, ich sag jetzt mal, ab Mitte der 90er ging das dann. Ging allerdings auch nicht allzu lange, weil dann irgendwann die Hersteller die Steuergeräte so komplex gemacht haben, dass es quasi nicht mehr geht. Also übertrieben gesagt, damit man so ein Steuergerät online abstimmen konnte, musste es dumm gemacht werden. Das heißt, der eigentliche Chip, der eigentliche Prozessor, der hier drin ist, der wird umgelötet auf ein USB-Kabel und jegliche, ich sag jetzt mal, Rechenleistung. Wobei Rechenleistung ist eigentlich nicht korrekt. Die Rechenleistung passiert immer noch hier drin. Aber das, was dieses Steuergerät errechnen soll, kommt dann aus dem Laptop. Bei gewissen Baujahren ging das. Ab einem gewissen Baujahr, so wie die ganzen aktuellen Steuergeräte, da geht es schon wieder nicht mehr. Jetzt kommt auch noch dazu, dass ganz viele Autos nicht ein Steuergerät, sondern zwei haben. V8, V10, die haben immer linke und rechte Bank ein Steuergerät. Und dann wird es natürlich umso komplizierter, beide live zu beschreiben. Deswegen geht das bei den aktuellen Generationen mit der Live beschreiben nicht mehr. Sie sind theoretisch, wenn ihr den richtigen Optimierer habt, trotzdem noch frei programmierbar. So, also wenn jemand sich mit seinem Steuergerät auskennt, dann kann der schon noch so weit auf das Steuergerät zugreifen, dass er einfach auf den Knopf drückt und das, was er vorher im Laptop geschrieben hat, ist dann hier drauf. So, bei dem Emu-Steuergerät, weil das halt ein Steuergerät ist, was nicht für die Großserie gedacht war, ist das Ganze natürlich viel, viel einfacher. Das heißt, ihr seht hier einfach einen kleinen USB-Anschluss. Da kommt ein Kabel rein, was gerne mal kaputt ist, weil diese Art von USB-Anschluss nicht so die stabilste ist. Und schon könnt ihr das Ganze einfach mit eurem Laptop frei beschreiben. Jetzt versuche ich mal, euch das Ganze so zu erklären, wie es am sinnvollsten ist. So, also frei programmierbares Steuergerät. Boah. Ich muss das noch 20 Mal aussprechen, damit das drin ist. Theoretisch müsst ihr euch vorstellen, das Ganze ist jetzt in Marios Golf drin. Wir stecken das USB-Kabel an und öffnen einfach unsere Emu-Software. Und schon können wir dieses ganze Steuergerät eigentlich frei programmieren. Grob gesagt gibt der Hersteller immer bei diesem Steuergerät vor, was am Ende programmierbar ist. Das heißt, ihr braucht natürlich immer das richtige Steuergerät zum Motor. Eigentlich ist der einzige einschränkende Faktor dabei immer, wie viele Zylinder habt ihr. Weil nicht jedes Steuergerät ist für jeden Motor geeignet. Das heißt, dieses Emu-Steuergerät kann zum Beispiel maximal einen 8-Zylinder.
Eigentlich ist es mehr für einen Sechszylinder gedacht, es geht aber auch, es beim Achtzylinder anzuwenden. Das heißt, ihr könnt 8 Zündspulen und 8 Einspritzdüsen anschließen. Wenn ihr das Ganze jetzt zum Beispiel beim Zehnzylinder verwenden wollen würdet, würde es nicht gehen, dass dieses Steuergerät 10 Zylinder erkennt, sondern es könnte nur 5 erkennen und immer die beiden Zylinder, die gleichzeitig im OT sind, würden quasi doppelt laufen. Ist somit also nicht so gut dafür geeignet. Das heißt, man muss natürlich immer schon mal das Steuergerät passend zum Motor wählen. So, und dann geht es auch schon los, kann man eigentlich grob alles konfigurieren, was man will. Das heißt, als allererstes muss man diesem Steuergerät erstmal beibringen, was hier überhaupt Phase ist. Das heißt, es geht direkt erstmal los. Wir können ja als allererstes mal anfangen mit Zündung. So, hier seht ihr jetzt, Coils sind die Zündspulen. Das heißt, in dem Fall könnt ihr jetzt bis zu 12 Ignition Events, also 12 Zündungen, reinschreiben. Und in unserem Fall 6 Zylinder, haben wir logischerweise 6 Spulen und können dann quasi auch die passende Zündreihenfolge angehen. Das heißt, er zündet jetzt quasi 3, 5, 1, 6, 2, 4. Was bekanntlich die Reihenfolge von VR6 ist. Das Ganze würde jetzt nach unten weitergehen und ihr könnt, wie ihr hier bei dem Steuergerät seht, könntet jetzt auch ein 7. und ein 8. eintragen oder das Ganze bis 12 und könntet somit ein 12-Zylinder befeuern. Jetzt kommt allerdings dazu, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich hätte mich gerade verplappert. Ich kann hier 12 Zünd-Events eintragen, allerdings habe ich nur 6 Ausgänge. Das heißt, in dem Fall würden 2 Zylinder immer gleich zünden. Es gibt hier nicht Ignition Output bis 12, sondern ich kann dann immer nur eintragen, dass 2 Zylinder zusammen zünden und somit kommt man dann theoretisch auf einen 12-Zylinder. Oder man könnte auch als Beispiel, wie Porsche-Motoren gerne haben, 2 Kerzen damit befeuern. Das ist Punkt 1. Man muss ihm erstmal beibringen, wie die Zündung ist. Dann kommt der nächste Teil. Das ist wirklich bei diesem Motor immer das Komplizierteste. Ihr müsst die Trigger konfigurieren. Das heißt, irgendwie muss diesem frei programmierbaren Steuergerät beigebracht werden, was gerade in dem Motor vorgeht. Das heißt, der weiß natürlich, das Steuergerät weiß von der Strategie her schon grob, wir reden von einem Viertaktmotor. Das heißt, das Steuergerät muss aber wissen, in welchem Takt es ist. Das heißt, ihr braucht einmal einen Sensor an der Kurbelwelle unten, der sowohl die Position als auch die Drehzahl bekannt gibt. Und genauso braucht ihr, wenn ihr die volle Funktion des Steuergeräts nutzen wollt, das ist keine Pflicht, natürlich auch oben einen Sensor an der Nockenwelle. Warum? Weil Kurbelwelle dreht immer zweimal, Nockenwelle dreht in der gleichen Zeit nur einmal. Und deswegen braucht man oben den Nockenwellensensor, damit das Steuergerät erkennt, in welchem Takt es gerade ist. Ist es gerade im Verbrennungstakt oder ist es als Beispiel gerade 180 Grad später im Auslasttakt? Dafür muss man diese Trigger programmieren. Das ist auch so mit das Komplizierteste, weil da gibt es 1 Million verschiedene Arten von Sensoren. Dann gibt es halt diese typischen 60-2-Sensoren. Das heißt, das ist über ein induktives Magnetfeld, hat man eine Scheibe mit 60 Punkten, also mit 60 Zehen. Und der Sensor darauf erkennt quasi diese Sinuskurve und errechnet darüber die Drehzahl. Und dann kommt jetzt noch der letzte Punkt. Bevor ihr das Ganze in Betrieb nehmt, müsst ihr das Ganze noch abblitzen. Weil es ist ja schön und gut, dass man ihm jetzt sagt, ja, wir haben hier ein Rad mit 60 Zehen verbaut und an Stelle X fehlt es. Aber davon wisst ihr ja noch nicht, bei welcher Gradzahl das ist. Dieses ganze Steuergerät basiert ja am Ende immer wirklich auf 1 Grad genauer Berechnung. Und deswegen müsst ihr es abblitzen. Das heißt, als Beispiel, ihr macht eine OT-Markierung aufs Schwungrad oder auf den Schwingungsdämpfer. Der eine oder andere von euch, der beim Oldtimer mal eine Zündung eingestellt hat, kennt das noch. Diesen Punkt blitzt ihr an und dann könnt ihr quasi den Offset im Steuergerät einstellen. Das heißt, ihr verändert den Offset so lange, bis ihr wirklich genau OT anblitzt. Und dann wisst ihr ganz genau, ah, ich muss hier 7 Grad eintragen, das ist der Offset. Jetzt weiß das Steuergerät, OT ist gleich OT. Ganz wichtig, weil wenn ihr das nicht tut, läuft das Auto zwar, aber man hat keine Ahnung, was für ein Zündwinkel da effektiv gefahren wird. Ne? So, nachdem man quasi also den Primary Trigger, das ist der auf der Kurbelwelle, und zusätzlich quasi auch noch den Secondary Trigger, das ist dann der auf der Nockenwelle, passend konfiguriert hat, was extrem schwer ist. Also was heißt extrem schwer? Jeder, der es weiß, welcher beim VR6 ist, ist es einfach nur eintippern. Wenn man das nicht weiß, ist es wirklich Erfahrungswerte hier, den passenden Sensortyp, Pull-up, Pull-down mit Filter. Man muss dann natürlich am Ende noch Filter drüberlegen und so weiter, bis man das endlich hat.
So, damit wir das Ganze jetzt nicht zu sehr in die Länge treiben, gebe ich euch nochmal weiter einen groben Überblick. So, Zündung ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich Fueling, sprich Einspritzdüsen. In dem Fall ist es recht einfach gehalten. Man kann hier bei Fueling einmal die Hubraumgröße und die Düsengröße eintragen, weil er sich da am Ende grob die Füllung durchberechnet. Sollte man auch wirklich einigermaßen vernünftig eintragen. Viel interessanter für uns in dem Fall ist aber einfach erstmal dieses. Und zwar passend zum Ignition Event, also passend zur Zündung, müssen wir natürlich auch vorgeben, welcher Injektor gerade angeschlossen ist. Das heißt, ihr könnt 6 Einspritzdüsen anschließen und diese 6 Einspritzdüsen muss man jetzt noch dem passenden Zündwinkel zuordnen. Hier sieht man jetzt auch gut, es gibt theoretisch bis 8, also man könnte quasi bis zu 8 Düsen anschließen. Oder halt dementsprechend bei, wenn ihr einen 12-Zylinder fahren wollen würdet, weil ich hier nur 6 Phasen anschließen kann, da sind wir bei dem Punkt, den ich am Anfang meinte, dann müsstet ihr immer 2 zusammenlaufen lassen. Das geht, viele Originalsteuergeräte machen das aus, ist natürlich nicht so die schönste Variante. Ne? So, nachdem ihr diese Sachen konfiguriert habt, sollte theoretisch der Motor schon anspringen. Jetzt gibt es noch eine andere Sache, die der Motor zum Laufen auf jeden Fall braucht. Das ist, er muss... Wobei, nee, muss er noch nicht machen. In diesem Fall ist es recht einfach. Hier ist ein Unterdruckanschluss dran. Das heißt, wenn ihr hier einen Unterdruckschlauch dran steckt, weiß das Steuergerät automatisch die Last aus dem Steuergerät. Und schon kann ich euch mal das Hauptkennfeld aufmachen. Und dieses Kennfeld, das ist eigentlich das Hauptkennfeld, übertrieben gesagt, von diesem Freipunkt-Björn-Steuergerät, basiert einfach nur auf der einen Achse quasi auf der Last des Motors. Die wird in dem Fall einfach nur erkannt über den Unterdruck oder Überdruck, den er einfach über den Schlauch kriegt, und über Drehzahl. Das heißt, wenn ihr alles richtig gemacht habt und Drehzahl passt, Zündzeitpunkt passt und hier der passende Unterdruckanschluss, dann sollte theoretisch das Auto schon anspringen. Mehr braucht er dafür gar nicht. Weder eine Lambda-Sonde noch ein Klopfen, so gar nichts. Das ist eigentlich alles, was das Ding braucht. Alles, was jetzt noch on top oben drauf kommt, ist quasi nur Zusatz, um das Ganze richtig schön sauber zum Laufen zu bringen. Das heißt, da gibt es dann nach oben hin eigentlich keine Grenzen, was man da noch reinmachen kann, damit das Ganze natürlich runder und schöner läuft. Praktisch basiert dieses Steuergerät dann auf einer sogenannten Füllungsberechnung. Das heißt, aus der Hubraumgröße, die wir hier vorhin eingetragen haben, und aus der Düsengröße und aus der Drehzahl berechnet dieser Motor dann eine Füllung und diese Füllung trägt man hier ein. Jetzt kann man gut beobachten, auf der hier unten wird der Druck immer höher. Das heißt, es geht immer mehr Luft in den Motor rein. Das heißt, die Füllung müsste logischerweise auch mehr werden. Und das ist auch tatsächlich so. Sieht man hier auch gut in der 3D-Grafik, dass die Füllung immer mehr wird. So, Füllung immer mehr heißt logischerweise, dass die eigentliche Antaktung der Düsen immer länger wird. Viele würden jetzt denken, in so einem Steuergerät schreibe ich einfach rein, wie lange die Düse angetaktet werden soll. Nee, das geht nicht. Dafür ist hier eine viel zu komplexe Berechnung hinter, wie die Düse angetaktet werden muss. Das heißt, eine direkte Taktung, ich sage jetzt mal, das Einspritzventil muss 13 Millisekunden offen sein, bei der Drehzahl gibt es nicht. Es gibt immer nur die Füllung und aus der Füllung errechnet sich dann die eigentliche Taktung. Jetzt gibt es bei diesem freipumpierbaren Steuergerät, das ist natürlich der Vorteil gegenüber einem Originalsteuergerät, jedes Originalsteuergerät ist nicht dafür vorgesehen, dass es der Endverbraucher später frei programmiert. Das heißt, ihr habt auch keinerlei Hilfen. Bei dem EMU-Steuergerät ist es so, man kann hier immer ganz einfach auf Help klicken. Und schon kriegt man immerhin eine grobe Erklärung, was das hier eigentlich gerade ist. So, zwar alles auf Englisch, aber da kann man sich mit der Zeit locker reinfuchsen. So, somit hätten wir Thema Sprit. Jetzt kann man natürlich noch 1 Million weitere Sensoren anschließen. Ganz wichtig ist definitiv TPS. TPS bedeutet Gaspedalstellung. Bei einem Motor mit... Wobei es nicht falsch, TPS bedeutet eigentlich nicht Gaspedalstellung, sondern Drosselklappenstellung. Das heißt, bei einem Motor mit Seilzug wird vorne gemessen,
wie die Drosselklappe gerade steht. Bei einem Motor mit E-Gas wird sowohl im Pedal als auch an der Drosselklappe gemessen und das ganz abgeglichen. Und das ist so die nächstentscheidende Größe für das Steuergerät, damit es einfach weiß, ob ihr bei 3000 Umdrehungen gerade Volllast fahrt oder ob ihr bei 3000 Umdrehungen einfach nur auf der Autobahn vor euch hinrollt, weil das natürlich ein anderer, ja, es ist einfach ein anderer Lastzustand in dem Moment. Das heißt, das Steuergerät regelt dann in dem Moment da auch schon wieder ein bisschen gegen. Dann nächster Punkt, extrem wichtig, ist natürlich Oxygen-Sensor. Das heißt, wir reden von einer Lambda-Sonde. Hier könnt ihr dann ganz normal auswählen, was für eine Sonde drin verbaut ist. In dem Fall, wir fahren immer die 4.2er, weil sie ein bisschen länger halten als die 4.9er. Dieser Sensor ist dann natürlich extrem wichtig, weil ihr mit dem die Lambda-Sonde misst den Rest Sauerstoff im Auspuff. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Rückschluss aus dieser Tabelle erhalten wollt vom Fueling, geht das nur über eine Lambda-Sonde im Auspuff. Das heißt, ihr müsst ja wissen, wie das Gemisch ist, was aus dem Motor rauskommt. Sonst habt ihr ja keine Ahnung, ob das gerade gut läuft oder nicht gut läuft. Natürlich merkt man das am Lauf, aber man muss es natürlich auch überprüfen. So, und da kommt dann der Punkt dazu, dass dieses Steuergerät eine sogenannte Lambda-Regelung hat. Das heißt, ihr könnt hier ganz einfach ein Lambda-Target eintragen. Lambda-Target heißt in dem Fall Last zu Drehzahl, welchen Lambda-Wert erfahren soll. Das heißt, wenn wir hier bei 100 kPa gucken, 100 kPa ist quasi Umgebungsdruck, also 0 bar oder 1 bar Atmosphäre, dann soll das Steuergerät die ganze Zeit Lambda 0,97 fahren. Das heißt, die Lambda-Sonde misst die ganze Zeit und in dem Fall korrigiert das Steuergerät den Lambda-Wert gegen. Das heißt, spritzt halt kürzer oder länger ein. Das ist jetzt allerdings nicht so, wie jetzt viele denken würden, ach ja, dann stimmt sich ja dieses Steuergerät ganz von alleine ab. Nee, diese sogenannte Korrektur müsst ihr natürlich auch komplett programmieren. So, das heißt, es gibt jede Menge Tabellen, die ich hier mal kurz aufmachen kann, wo man sieht, also falsch, wo man einstellen kann, bei dem und dem Ereignis soll das und das passieren. Das heißt, als Beispiel, wenn der Lambda-Wert so und so viel zu hoch ist, korrigiere die Füllung so und so viel. Ganz grob erklärt jetzt. Das heißt, es ist nicht so einfach anstecken, losfahren und fertig. Was brauchen wir noch? Ja, wenn man dann hier jetzt erstmal drin ist, kann man halt komplett alles frei einstellen. Das heißt, es gibt natürlich immer einen sogenannten Fuel Cut. Das heißt, Sprit wird abgestellt. Das heißt, es kommt kein Sprit mehr im Brennraum rein. Das geht natürlich über die Düsen. Und da kann man komplett alles frei programmieren, was man haben will. Das heißt, als Beispiel in unserem Fall 8400 Umdrehungen, 3,5 bar. Wenn irgendwas davon ist, macht er bumm sofort Fuel Cut und es kommt kein Sprit mehr im Motor rein, einfach als schonende Funktion. Dann, letzter Punkt, kann man natürlich diverse Sensoren noch anschließen. So, das geht sowohl, also dieses Steuergerät zum Beispiel hat 4 analoge Eingänge. Das heißt, ihr könnt 4 Sensoren anschließen. Wobei ist gar nicht korrekt, ihr habt 6 analoge Eingänge, wovon 2 schon, wenn ihr E-Gas fahrt, schon immer für die Drosselklappenpotig sind. Aber in dem Fall kann man zusätzlich zum Beispiel noch anschließen Ladedruck, Öldruck, Benzindruck, Öltemperatur. Also jegliche Sensoren, die ihr euch irgendwie vorstellt, könnt ihr immer einbringen. Das Ganze geht dann folgendermaßen. Ihr müsst natürlich in dem Fall dann definieren, was für eine Art Sensor das Ganze ist. Das heißt, wir gehen jetzt zum Beispiel hier mal auf Öldruck. Also ich kann als allererstes auf Parameter gehen. Da kann ich dann anklicken. Öl Pressure ist Analog Input 6. Und dann kann ich diesen Sensor kalibrieren. Das heißt, ich muss ihm sagen, bei 0,5 Volt, wie viel Bar sind das? Und bei 4,5 Volt, wie viel Bar sind das? Also einfach die Kennlinie von dem Sensor müssen wir eben noch sagen, damit am Ende die richtigen Werte dabei rauskommen. Was haben wir noch so? Ja, die Königsdisziplin bei so einem Steuergerät ist dann natürlich der Klopfsensor. Was ist ein Klopfsensor? Ein Klopfsensor ist eine Art
elektrische Spule, die ähnlich wie der Arzt, der euch an der Lunge abhört, hängt diese Spule auf dem Block. Diese Spule wird mit 5 Volt bespeist und durch Geräusche in dem Motor fängt diese Spule an zu schwingen. Also sie schwingt immer, sie schwingt aber verschieden. Durch dieses Schwingen überträgt quasi die Geräusche von dem Motor, gehen in das Steuergerät rein. So, das Problem ist natürlich, ihr wisst jetzt natürlich nicht, was ein Klopfen ist und was kein Klopfen ist. Deswegen muss man auch diese Klopfsensoren tatsächlich kalibrieren. Und da ist es tatsächlich so, da ist man dann in gewisser Weise wieder auf das Originalsteuergerät angewiesen oder einfach die passenden Leute, die das wissen. Man muss jetzt eintragen, auf welcher Frequenz, wie viel Kilohertz das Ganze klopft, also welches Geräusch wirklich klopfen ist. Und dann muss man da am Ende sogar auch noch einen Filter drüber legen. Dass da am Ende der passende Wert bei rauskommt. So, wenn das alles passiert ist, sehen wir dann hier nämlich Folgendes. Hier unten sehen wir NOC Sensor Value, wie ich sagte, 5 Volt ist quasi die Spannung, mit dem es bespeist wird. Und jetzt sieht man hier unten während eines Laufs die ganze Zeit, was an Volt rauskommt und wie es sich verändert. Im Leerlauf ist es fast immer das Gleiche, weil da passiert natürlich rein gar nichts. Und sobald man hier unten losfährt, haben wir dann diese zittrige Linie hier. Diese zittrige Linie ist halt das, was der Klopfsensor eigentlich dem Motorsteuergerät mitteilt. Ob das Ganze jetzt hier ein Klopfen ist oder nicht, ist am Ende nochmal dahingestellt. Weil, ja, da sind einfach Faktoren wie zum Beispiel, der Motor ist ja aufgebohrt. Serie 82er Bohrung, 81er, wir fahren jetzt meinetwegen eine 83er Bohrung. Alleine dieses Material, was in dem Block fehlt, ist ja schon wieder eine andere Dämpfung, sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, diese Thematik mit Klopfregelung bei einem frei programmierten Steuergerät, bin ich der Meinung, ist mit extremer Vorsicht zu genießen. Es ist natürlich ein Anhaltswert, wo man zum Beispiel sehen kann, wenn auf einmal etwas anders ist. Das heißt, wenn der Motor auf einmal klopft und es vorher noch nicht gemacht hat, weiß man, da ist jetzt irgendwas anderes. Es ist aber keine Garantie dafür, dass der Motor nicht klopft, wenn das Steuergerät sagt, nee, er klopft nicht. Deswegen fahren wir zum Beispiel komplett ohne Regelung. Wir gucken uns wirklich rein nur das Klopfen an, haben aber hier keine Action eingetragen. Das heißt, selbst wenn ihr euch 100% sicher seid, was dieses Steuergerät, also dass es jetzt erkennt, es klopft, kann man dann immer noch eine Action eintragen. Also man aktiviert dann das als Beispiel bei dem und dem Klopfen, so und so viel Grad Zündung zurückgenommen werden. Das haben wir komplett lahmgelegt, weil wir der Meinung sind, lieber einen Motor so bauen und abstimmen, dass er gar nicht erst klopft und quasi diese Klopferkennung rein als Überwachung mit reinnehmen, dass man zumindest hinterher schlauer ist, was da so passiert ist und sich da so langsam rantastet. Ne? Ja, letzter Punkt ist dann einfach nur, was ich euch noch zeigen wollte, Thema Zündung, wo wir ja schon drauf eingegangen waren, wie das Ganze dann abgestimmt wird beim freiprogrammierten Steuergerät. Da haben wir hier auch wieder eine riesen Zündtabelle. Das heißt auch da wieder, wie das bei dem Steuergerät immer ist, einmal die Last über Ladedruck und einmal die Drehzahl und den effektiven Zündwinkel, der am Ende gefahren werden soll. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel reingucken, bei 3 Bar, also 400 kPa minus Atmosphäre sind 3 Bar, wollen wir zum Beispiel bei 7800 21 Grad fahren. So, und diese komplette Tabelle ist natürlich auch reiner Erfahrungswert. Muss man sich immer rantasten und gucken, was man für richtig hält. Ne? Ein letzter Punkt, dann gibt es natürlich 1 Million Zusatzfunktionen noch mit Ladedruckregelung, ist auch so ein Punkt. Ihr müsst natürlich, wenn ihr den Ladedruck regeln wollt, müsst ihr natürlich passend dazu ein Ventil anschließen. Also dass je mehr er an diesem Steuergerät anschließt, je besser funktioniert es am Ende. Je mehr muss man natürlich auch abstimmen. Dann hat das Ding natürlich eine Ladedruckregelung. Diese Ladedruckregelung kann man komplett unterteilen in verschiedene Gänge, in verschiedene Korrekturen. Man kann es korrigieren nach Ansauglufttemperatur, nach Wassertemperatur, nach Geschwindigkeit, nach Abgastemperatur. Dann hat man hier auch quasi, man kann einen sogenannten Closed Loop fahren. Das heißt, man sagt dem Steuergerät, ich will 2,8 Bar fahren. Dann regelt es sich selber an diese 2,8 Bar hin. Es ist jetzt allerdings nicht so, dass man auf den Knopf drückt und das Ding fährt 2,8 Bar, sondern man muss ihm diese Regelwerte auch wieder vorgeben. Das heißt, bei
0,05 Bar zu viel, bitte nimm so und so viel Duty Cycle, also Taktung vom Ventil weg. Ist alles ein bisschen komplizierter. Praktisch könnt ihr aber an diesem Steuergerät wirklich alles, was hier auf der linken Seite ist, das sieht jetzt gerade viel aus, ist aber im Verhältnis zum Originalsteuergerät noch extrem wenig, komplett frei, wie der Name sagt, programmieren. Das ist der eine Punkt. Letzter Punkt, den ich am coolsten finde an diesem Steuergerät, das kann ein Originalsteuergerät zum Beispiel gar nicht, das ist die sogenannte Lock-Funktion. Das heißt, solange ihr diesen Laptop an das Steuergerät angeschlossen habt oder einen externen Logger angeschlossen habt in Form von einer SD-Karte, ist dauerhaft jeder Messwert und jeder Channel von diesem Steuergerät zu sehen. Das heißt, als Beispiel, wenn wir jetzt hier unseren letzten Lauf nehmen vom Race 1000, da kann ich jetzt hier ganz genau sehen, unten geht es schon los, wie ich fahre, erste Gang, zweite Gang, dritte Gang, vierte Gang, fünfte Gang. So, kann ganz genau sehen, fünfte Gang bei 270 km/h hatten wir 6800 Umdrehungen, 1,7 Bar. In dem Fall ist er, jetzt kommt es, 34% Taktung gefahren. Er wollte allerdings eigentlich 2,9 Bar haben. Das heißt, hier sehe ich schon, da ist irgendwo ein Fehler. Also ein Fehler in der Mechanik. 1,7 hat er gemacht. Wollte eigentlich 2,9 haben. Hat deswegen die Taktung auf 34% hochgezogen. Hat deswegen 100% Boost Correction. Das ist quasi die Korrektur. Wobei, nee, ist nicht korrekt. Das ist in dem Fall jetzt hier die Korrektur nach dem Gang. Also er ist quasi 100% gefahren. Hat aber eine Boost Duty Cycle Error Correction, das ist quasi, wie viel Taktung er oben drauf legt, weil er den Ladedruck nicht erreicht. Ist schon 7% mehr Taktung gefahren, als er eigentlich wollte und hat trotzdem diesen Ladedruck nicht erreicht, was für uns ein Zeichen ist, da muss irgendwie was undicht sein und genau so war es auch. Vorne ist ein Schlauch runtergerutscht und deswegen hat er nicht mehr voll den Ladedruck gemacht. Sonst kann man sich hier alles anzeigen lassen, was ihr hier rein, also was ihr hier anschließt, egal ob Temperaturen, Sensoren, alles. Alles im Log drin, egal was passiert, wir können uns immer angucken, wer sich verschaltet hat oder auch nicht verschaltet hat. Und das ist für mich die Funktion, die für mich diese Steuergeräte einfach am coolsten machen. Ne? Und dann kommt nämlich noch ein weiterer Punkt. Natürlich gibt es für Originalsteuergerät auch externe Logger, die das alles mitloggen. Aber hier ist jetzt das Coole. Als Beispiel, wenn ich jetzt gucken will, wo er gerade im Spritkennfeld gefahren ist, also angenommen erst zu mager, dann kann ich jetzt hier im Log rumgucken und ich sehe an dem Kreuz, was sich hier gerade im Kennfeld bewegt, wo er genau in diesem Zustand in dem Kennfeld gefahren ist. Das heißt, wenn ich weiß, er ist ein Tucken zu mager, dann kann ich wirklich genau da, wo jetzt gerade, sagen wir, Ende fünfte Gang, die 129,8, kann ich da klack reinklicken und könnte ihn hier jetzt fetter oder magerer machen. Ne? Das ist halt das Coole, was das Loggen so wertvoll macht, wenn ihr zeitgleich sehen könnt, in welchem Kennfeld er gefahren ist. Und das geht bei fast allen Kennfeldern, zeigt einem das in dem Moment an. Das heißt, es ist egal, ob Sprit oder Zündung oder alles, auch gerade so Sachen wie Kaltstart, Warmstart. Man kann immer ganz genau sehen, in welchem Kennfeld er fährt und kann sich somit relativ schnell, wie ich es gemacht habe, sich das selber beibringen, was der Motor wann, wie, wo macht, in welchem Moment. Noch cooler wird das Ganze, wenn man sich vernünftig das Ganze ablegt und tatsächlich keine alten Loks wegschmeißt, sondern sich die alten Loks mal anguckt und zum Beispiel ganz genau sehen kann, letztes Jahr Race 1000, was bin ich da an Druck im ersten Gang in Neuhardenberg gefahren, damit die Räder nicht durchdrehen. Zack, gucke ich in den alten Lok rein, sehe das Kennfeld, nee, das Kennfeld nicht, ich sehe den alten Lok und sehe, was da an Druck gefahren ist. Jetzt ist das einzige Problem, nur der Log bringt einem nichts. Der Log bringt einem quasi nur was, wenn man auch das damalige Kennfeld auch passend abgespeichert hat. Weil man sieht zwar sonst, wo er in dem Kennfeld gefahren ist, man sieht aber rückwirkend nicht, was in dem Kennfeld drin stand. Deswegen speichert euch immer die Kennfelder passend zu den Logs ab. Dann könnt ihr nämlich gar nichts mehr falsch machen. So, das war jetzt mal Technik voll auf die Fresse. War geil, ich fand's interessant. Viel Spaß beim Bildschirm, Zeit, Schneiden, reinmachen etc. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen wild rumgeklickt habe, weil ich immer mit dem Finger so über die Ecke falsch geklickt habe.
extrem interessante Technik. Für mich ein Wunder, dass man das heutzutage so bezahlbar hingekriegt, weil ich weiß noch so vor 20 Jahren zu den Anfangszeiten, wo man eigentlich noch einen Doppelweber eingebaut hat, da war so ein freiprobierbares Steuergerät oder auch bis heute die Bosch Motorsport Steuergeräte unbezahlbar teuer. Mittlerweile gibt es dieses Steuergerät und das ist schon die bessere Variante von der EMU, glaube ich, für 900 Euro ungefähr. Ja, da ist, ne? Also, für den einen oder anderen sind 900 Euro natürlich trotzdem viel Geld. Ich dachte so an 2.500, 3.000. Nee. Also EMU ist da wirklich preisgünstig für als Einsteiger eine Top-Variante, die wirklich auch gut funktioniert. Es gibt so ein paar Sachen, wo die EMU zum Beispiel an ihre Grenzen kommt. Aber das ist nicht schlimm, weil es gibt immer Möglichkeiten, das extern zu umgehen. Aber für solche Autos ist das wirklich das Beste, was du machen kannst. Halt, ne? So. Für jeden, der ein bisschen Bock auf Elektrik und so weiter hat, kann ich das jedem immer nur empfehlen. Und das Ganze müsste man eigentlich praktisch an irgendeinem Beispiel auch mal zeigen. Das versuche ich schon immer wieder so in den Videos ein bisschen so mit einzubauen, was wie wo wir da machen. Idealerweise würde mal so eine Art Workshop, also ich fände so eine Art Workshop richtig geil, wo man das Ganze mal live anzeigt. Unser großer Traum ist ja eh nochmal so ein Rolltisch mit so einem VR6 dran. Und Gaspedal, wo man dann wirklich mal ganz einfach Sachen machen kann. Weil dann kommen ja noch ein Punkt, den wir noch gar nicht hatten, dann ist aber auch gut. Natürlich hat dieses Steuergerät auch weitere Ausgänge. Das heißt, ich kann über dieses Steuergerät die Spritpumpe schalten, den Lüfter schalten, eine Wasserpumpe schalten. Ich kann da alles drüber schalten, wie ich will. So viele Ausgänge, wie das Ding hat. Das heißt, ich kann ihm zum Beispiel sagen, ab 85 Grad Wassertemperatur bitte Lüfter an, aber mach bitte den Lüfter ab 50 km/h wieder aus und so weiter. So und so, denke ich mal, habe ich euch die Thematik freiprobierbares Steuergerät ganz gut nahegelegt. Wenn diesbezüglich irgendwelche Fragen sind und ihr mich zufälligerweise auf irgendeinem Event erwischt, könnt ihr mich liebend gerne auch anquatschen. Allerdings am besten nicht zwischen den Läufen, weil wir haben auf den Events immer so wenig Zeit, weil man auch mal lange anstehen muss, dass die Zeit zwischen den Läufen, als Zuschauer sieht das immer so entspannt aus, aber wir zwingen uns wirklich von gleich, wenn wir ankommen, das erste Mal zu fahren, weil es geht wirklich, ja, man hat zwischen den Läufen vielleicht eine Stunde und das ist schon ganz schön wenig Zeit, wenn dann geschraubt werden muss. Man muss ja den Lauf immer erstmal analysieren, man muss sich überlegen, was man macht, dann rutscht ein Schlauch runter, dann will man auch mal was essen, was trinken und so weiter. Aber da bin ich gerne bereit, dem einen oder anderen immer einen Tipp zu geben. Mir selber wurden auch schon sehr viele Tipps gegeben. Und ja, ich würde sagen, so viel zum Thema frei programmierbarem Steuergerät. Abschließend, das alles geht auch alles mit den Originalsteuergeräten. Dann müsst ihr aber Applikateur bei VW sein, müsst die passende Software für den Rechner haben, müsst das passende Steuergerät haben, müsst den passenden Datenstand hier drauf haben und genau dann kann man das gleiche ähnlich natürlich auch mit einem Originalsteuergerät machen. Für alle anderen, EMU Black, Max ECU, Cyvex, Motec, ich will jetzt hier kein Steuergerät besser oder schlechter machen, funktionieren alle fast gleich. Deswegen, egal welches, die Funktion ist bei fast allen gleich. In diesem Sinne, so viel wieder zum Thema Technikon. Danke fürs Zuschauen und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne als nächstes sehen würdet. Ciao.